Es gibt viele Dinge, die beim Abnehmen helfen, außer Diäten und ab und zu Sport zu treiben. Es braucht eine gute Planung und eine Menge Entschlossenheit. Wahrscheinlich hast du schon von einigen harten Abnehmplänen gehört, die das Abnehmen tatsächlich schwierig und kompliziert machen. Mit diesen einfachen, aber wirkungsvollen Abnehmideen, die wir dir hier nennen, kannst du deine Abnehmziele allerdings schnell erreichen. Hier sind also ein paar einfache Schritte, die dir beim Abnehmen helfen. Nummer 1. Beginne deinen Tag mit Zitronenwasser. Zitronenwasser ist ein hervorragendes Getränk zum Abnehmen. Es hilft deinem Körper, die Nährstoffe zu bekommen, die er braucht, um Fett in Energie zu verbrennen und eine Gewichtszunahme zu verhindern. Achte darauf, dass du auch nach dem Abnehmen weiterhin Zitronensaft trinkst, um dein neues Gewicht zu halten. Nummer 2. Trinke Apfelessig. Weil Apfelessig Essigsäure enthält, ist es gut zum Abnehmen. Essigsäure verhindert, dass sich Körperfett ansammelt. Außerdem hilft Apfelessig deinem Körper, die Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen, behandelt Verdauungsprobleme und bekämpft Infektionen. Mische 1-2 Teelöffel rohen, ungefilterten Apfelessig mit einem Glas Wasser und trinke ihn einmal täglich am Abend. Nummer 3. Ersetze deinen normalen Kaffee durch grünen Tee. Eine weitere gute Idee zur Gewichtsabnahme ist das Trinken von grünem Tee. Er enthält viele Antioxidantien, die den Körper beim Abbau von Nahrungsmitteln unterstützen und beim Abnehmen helfen. Die Katechine in grünem Tee sind sehr gut für die Fettverbrennung, weil sie Fett aus den Fettzellen lösen. Außerdem bekämpfen sie freie Radikale und beugen Krankheiten vor. Tausche deine normale Tasse Tee oder Kaffee gegen eine Tasse Bio-Grüntee aus. Du kannst 3-4 Tassen grünen Tee pro Tag trinken, um abzunehmen. Nummer 4. Regelmäßige Bewegung. Eine Mischung aus leichter und schwerer körperlicher Betätigung hilft dir, Gewicht zu verlieren und dein Gewicht zu kontrollieren. Außerdem hilft Bewegung, Stress abzubauen und deine Energie, Stimmung und Schlafqualität zu verbessern. Es senkt das Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Herzkrankheiten, Schlaganfälle und einige Krebsarten. Am besten nimmst du dir ein bestimmtes Zeitfenster am Tag für deinen Sport vor, damit du ihn nicht mehr mit der Ausrede ausfallen lässt, du hättest nicht genug Zeit. Nummer 5. Ernähre dich gesund. Eine gesunde und kalorienarme Ernährung ist ein sehr wichtiger Teil eines guten Abnehmplans. Achte darauf, dass du frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu dir nimmst. Anstatt dich mit Junkfood vollzustopfen, solltest du dich von frittierten und fettigen Speisen fernhalten. Nimm auch nicht zu viel Zucker und Salz zu dir. Verzichte auf Dinge, die mit Weißmehl hergestellt werden, wie Weißbrot, Kekse, Muffins, Pizza, Hotdogs, Burger, Nudeln und andere Lebensmittel dieser Art und setze stattdessen auf Vollkornprodukte. Und Nummer 6. Trinke Wasser. Trinke über den Tag verteilt viel Wasser, damit dein Körper Giftstoffe ausschwemmen kann. Es wird empfohlen, 8-10 Gläser Flüssigkeit pro Tag zu trinken. Das hilft nicht nur beim Ausschwemmen von Giftstoffen, sondern sorgt auch dafür, dass der Körper schneller Fett verbrennt. Iss außerdem mehr Obst und Gemüse, das viel Wasser enthält. Möchtest du jetzt noch wissen, was dein Schweiß dir über deine Gesundheit verrät? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.